Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen in meine Kalinkas Küche. Die Oster sind vorbei und wir haben noch übrig viele bunte Eier. Was machen wir? Am besten macht man dafür einen leckeren Eiersalat. Und dann werden die Eier verwertet, aber wenn ihr habt noch den vorgestern Brot oder Brotchen, die können wir hier mit diesem Salat auch verwerten, wenn wir die so knusprig anbraten in die Pfanne und dann oben drauf geben diese leckere Salat. Oh. Köstlich, liebe Freunde. Schmeckt so lecker. Diese Kombination von geröstetem Brot oder Brotchen und dann dieser Salat, so lecker. Und wenn ihr Interesse habt, wie habe ich heute den Eiersalat gemacht, dann bleiben Sie bei mir und ich werde euch es zeigen, Schritt für Schritt, wie immer. Viel Spaß! Heute ist der Tag der Resteverwertung. Nach den Ostern bleiben dir noch die bunte Eier übrig und aus die kann man einen leckeren Salat zubereiten. Und dann, wenn ihr zum Beispiel von Vortag noch ein paar Brotchen übrig habt oder Brot, dann schneidet ihr das in die Scheibe, Brotchen oder Brot, ist mein selbstgemachtes Sauerteigbrot. Dann rösten wir in die Pfanne mit bisschen Butter und dieser Salat dazu, es ist ein perfektes Abendbrot oder Mittagessen. So, ich habe jetzt hier 8 Eier, habe mir noch so eine kleine Schalotte vorbereitet. Könnt ihr nehmen 2-3 kleine Sauergurke oder wenn ihr genauso noch meine Rezepte macht, diese kleine Gurken schon angelegte, es ist auch perfekt, dann brauchen wir gar nichts mehr Schnippel, nur Süd absieben und den Salat dazu geben. Dann habe ich noch vorbereitet 1 Teelöffel Senf, 1 Teelöffel Meerrettich und frische, zarte Schnittlauch. Werde anrichten mit der Mayonnaise. So, jetzt brauchen wir nur unsere Zutaten klein schneiden. Schneiden kann man mit dem Messer oder wenn ihr auch so eine Eierschneidemaschine habt, dann kann man so machen. Einmal und dann umdrehen Ei und nochmal. Und dann gleich kann man schon in der Schüssel, wo wir Salat fertig machen wollen. Und so machen wir es mal mit allen Eiern. So, Eier haben wir fertig geschnitten und jetzt geben wir noch eine kleine Schalotte da rein. Schneiden wir aber die richtig schön fein. Geben dazu zu den Eiern Sauergurke oder klein schneiden oder ich nehme aus dem Glas und liebe Freunde, nach Geschmack, so viel wie ihr mögt. So, ich lasse jetzt erstmal so, kann immer noch dazu geben. So, und dann kommt da rein 1 Teelöffelchen Senf, Meerrettich und Mayonnaise. Können wir gleich schon auch anwürzen mit Pfeffer aus dem Mühle, Salz, Paprika edelsüß und werden erstmal gut alles umrühren. Wenn es ist zu fest, kann man auch von Sauergurken so einen Schluck Brühe dazu geben oder gibt mal etwas mehr Mayonnaise oder einen kleinen Schluck Milch. So, schneiden wir noch Schnittlauch da rein. Da gibt es Frühlingsgeschmack dazu. So, umrühren und ungefähr so mindestens halbe Stunde stehen lassen. Besser mal eine Stunde, mal so, dass er ein bisschen durchzieht. Und dann nochmal probieren. Und natürlich abschmecken, wenn es nötig ist. So, das geht so schnell. Und kurz vorm Servieren, da können wir schon unser Brot oder Brotchen in die Pfanne rösten. Ich habe jetzt ein bisschen Butter schmelzen lassen. Es ist schon heiß. Und jetzt kann ich dazu geben abgeschnittenes Brotchen oder das Brot.
und werden wir von beiden Seiten knusprig braten. Wenn ihr zum Beispiel Knoblauch mögt, dann nach dem Rösten, bis das es noch so richtig knusprig ist, kann man mit einem Knoblauchzieh den Brot einfach anreiben. So, von beiden Seiten schön anrösten, anrösten nach eurem eigenen Geschmack, wie ihr gerne es möchtet. Das glaube ich, das wird schon reichen. Weg. Und dann können wir schon servieren. So, meine Lieben, wir können es servieren. Salat ist fertig. Das Brötchen habe ich mir schon vorbereitet zum Servieren. Und das Brot haben wir auch schon angeröstet. Und wie gesagt, wenn ihr mögt, mit dem Knoblauch, einfach den Knoblauch in den Salz tüpfen und dann das Knusprige anreiben. Wow, das ist lecker. Oh, der Duft, liebe Freunde. So, und obendrauf brauchen wir nur unseren Salat drauf machen. Es ist so lecker, liebe Freunde. Und da wird man wirklich satt. Sogar zum Mittagessen, nicht unbedingt zum Abendbrot. Schaut ihr, wie lecker sieht das. Und so saftig und jetzt ist richtig schön durchgezogen. Och, ist das lecker und duftet mir vor der Nase hier wunderbar. Schaut. So, liebe Freunde, ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen von diesem Salat und ich würde mich sehr freuen über eure Kommentare, über Daumen hoch. Vielen, vielen Dank, liebe Freunde. Ich wünsche euch alles Gute, viel Spaß in eurem Garten und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.